Hallo meine Lieben und willkommen zurück. Ja, zu Stellaris. Ich habe jetzt die Kleinigkeiten alle so weit mal im Griff. Den Ton, der müsste jetzt auch wieder funktionieren eigentlich. Ich habe das Gefühl, es hört sich ab und zu stellenweise noch dumpf an, wenn ich rede, aber keine Ahnung. Wenn ihr einen Tipp habt, wie man das verbessern könnte, sagt Bescheid, würde ich mich freuen. Ja, mein Mikrofon ein bisschen näher an den Mund halten. So, gut. Hier fehlen uns Häuser, aber da haben wir uns schon gekümmert das letzte Mal. Hier fehlen uns Häuser und Dienstleistungen, sehr schön. Aber wir machen ganz gut Energy Credits auf Eridani 2. Das sagt mir halt auch voll viel. Ich habe keine Ahnung jetzt. Ich kenne das, ja. Das Wassereis kriegen wir gar nicht schnell genug los. Wir können es auch nicht handeln momentan, leider. Gut. Leute, ich freue mich darüber, dass ihr doch jetzt vermehrt mal Kommentare schreibt, mir coole Tipps gibt, teilweise, und Infos. Ich frage euch, ich quetsche euch aus, wenn ihr da schreibt. Ich stelle Fragen. Was mich interessiert. Ja, und gerade Star Wars finde ich halt mega spannend und das ist auf jeden Fall was auch mal wieder in Betracht gezogen werden muss. So, okay. Was? Neue Föderation, die Ferengi? Was? Die was? Die war. Moment. Die Ferengi, die wir bei uns reinholen möchten in unsere eigene Föderation, machen ihr eigenes Ding. Moment. Machen wir nicht fertig. Ihr seid doch assoziiert mit uns. Wirtschaftspakt mit uns? Hat ein Migrationsabkommen? Oder auch ein Kriegsgrund? Leute! Ja gut, wir kriegen halt schon einen ganzen Haufen Gold gepresstes Latinum, gell? Das finde ich schon. Na? Hör mal zu. Ihr braucht nicht mehr zu uns zu kommen. Da haben wir keinen Bock drauf. Nee, lass mal. So, und jetzt werden wir hier mal darüber reden, dass ihr ein Vasall werdet. Ich glaube, das wird nicht klappen, oder? Kosten 150 Piepen könnten wir uns sogar leisten. Aber hier steht aber auch nicht, ob es annehmen würde oder nicht. Naja, gut, okay. Das ist ja wieder. Initiating Communications. Hässlich. Migrationsabkommen anbieten. Nee, lass mal bleiben. Ihr seid eine andere Allianz. Ihr habt keinen Bock auf uns, dann haben wir auch keinen Bock auf euch mehr. Tschüss, auf Wiederhören. Construction. Bis gleich geschnappt. Ah ja. So. Sirius A abgeschlossen, sehr gut. Jetzt gucken wir mal in Sirius A, was wir da bauen. Einrichtung für Versorgungsschiffe. Jo. Verkehrsregelung, nukleares Minenfeld. Ja, der Hydrokulturbereich, dass wir ein bisschen Lebensmittel produzieren. Und wir machen den Hydrokulturbereich. Und da haben wir auch Solarmodulnetzwerke oben drauf. Ja. Und wir machen noch ein Solarmodulnetzwerk drauf. Okay, hier bei Pajam. Da machen wir. Ja, wenn man nicht weiß, was man tun soll, machen wir immer was unsere Wirtschaft stärkt, natürlich. Oh, klar. So, haben wir auch schon. Jetzt kommen wir hier drauf. Alpha Centauri Station. Die Alpha Centauri Station macht hier oben auch ein Solarmodul drauf. Und aber die Xeno Anthropologische Forschungsstation. Oh ja. Müssen wir ja ein bisschen Gas geben. Und so sieht's aus. Achso, ich habe wieder das User Interface geändert. Das war nicht gut für diesen Föderations-User Interface. Ist schön gemacht, alles cool, aber ich habe keinen Bock, mich umzugewöhnen, ich weiß nicht. Okay, Ethikänderung der Romulaner. Sie sind noch xenophobischer geworden. Ei. Freunde. Echt jetzt? Technology discovered. Ja, plus 1,7 ist gut. So, und was gibt's? Was steht da? Ah, Jiangsu und Tur Dragan können upgraden, okay. Jiangsu, Gouverneur, er regiert mit Jam.
Was macht man da? Kartograf, Planeten, Geschwindigkeit, Terraforming? Ja. Oder er kriegt, ja, wir machen mehr Mineralien von Jobs, ja. Machen wir. Und hier, Tour Dagran, Forschungsschiff Automatisierung, der ist schon tätig, okay, perfekt. Also die Archäologie, die braucht man eigentlich nicht. Ich habe keine archäologischen Stätten gefunden. Wisst ihr, ob es da überhaupt welche gibt? Kann doch sein, dass es gar keine archäologischen Stätten gibt. Und dann wäre ja auch blöd, oder? Naja, gut. Nochmal ein Perfektionist, oder? Oh. Forschungsunterstützung. Ja, das ist natürlich gut. Okay, wo ist er? Turik Dragan auf der Grillasch. Bist du? Technology discovered. Warte. Mein Name ist Tor Dragan. Ich habe ein Team geleitet, das sich mit Erforschung fortschrittlicher Werkstofftheorie beschäftigt. Ja. Und wo bist du denn, Tor Dragan? Hier haben wir einen freien Platz. Geh mal upgraden. Hier, Grellasch. Tor Dragan bei Luckys Prime. Danach würde ich sagen, dass er den Planeten unterstützt. Ja, komm, dann gehen wir doch mal hier danach. Nach unterstützen wir hier. So, okay. Also gerade dieser Tor Dragan, Pellarit, oder? Hat jetzt was hat er? Wir können modulare Hüllenkonstruktion. Was ist die modulare Hüllenkonstruktion? Wir haben jetzt eine Entscheidung zwischen vier technologischen Wegen zu treffen. Leichte Hüllenkonstruktion. Wir befehlen unseren Wissenschaftlern, ihre Energien zu bündeln und Materialien zu entwickeln, die immer leichter werden, dennoch ihre Haltbarkeit behalten. Damit wird auch ein Forschungsweg eröffnet, der sich mit der Entwicklung von Materialien fast die Sensoren schwerer erfasst werden können. Geht es ums Ausweichen, okay? Der Name schon sagt, hier Armored Hull. Größere, robustere Schiffe, okay. Rust. Hull. Dann machen wir die robustesten verfügbaren Rumpftypen zu entwickeln. Ich empfehle diese Option, wenn Sie sich auf Flotten großer, robuster Schiffe konzentrieren möchten. Und modular. Durch die Wahl dieses Weges machen wir ein modulares Rumpfdesign, bei dem Abschnitte gleich ausgetauscht werden, um der aktuellen Mission des Schiffs gerecht zu werden. Obwohl nicht so stark wie andere Designs, ist es der kostengünstigste Weg. Nee, wir machen die richtig, wir machen die verstärkte. Technology. So, das machen wir. Ja, Brin und Aurelianer machen Frieden. Okay. Brin und Ferengi wird das. Ships upgraded. Na da. So, jawohl. Das ist diese Hüllenkonstruktion der nächsten Stufe, das haben wir gerade gelernt. Gucken wir mal. Was wir hier machen, Bergbaustation plus 10%, gut. Wir machen die Hoover-Klasse, verbesserte Kreuz und die Constitution 1. Ja, doch, die müssen wir halt, glaube ich, wählen, die Constitution 1 Klasse. Genau, hier machen wir, komm, wir machen jetzt auch wieder ein bisschen Grundlagen forschen hier. Und hier ebenso. Da würde ich jetzt gar nicht so. Ja, ne. So machen wir. Gut. Das Forschungsschiff. Ja. Haben wir einen Untätigen? Anführer haben wir gar nicht. Ja, ich würde jetzt auch nicht unbedingt. Ein Wissenschaftler. Oh. Als Ratmitglied, Forschungsschiff, Rückzugschance im Kampf. Gut, nehmen wir sie. Ja. Oh. Unterstützt auch die Forschung. Jetzt haben wir hier. Flaggschiff der NX-Klasse. Ah, wir haben keinen Admiral, keinen. Weil ja, Archer ist ja nicht mehr das Gouverneur geworden. Hat sich jetzt zurückgezogen. Dann brauchen wir einen Anführer. Einen guten, vielleicht einen gescheiten. Sollen wir es erst mal einem Ausländer eins geben? Nicht keinem Ferengi. Ja, Leute, ja, das ist richtig verschissen. Tut mir echt leid, sorry.
Monatlicher Einfluss plus 25. Na gut. Vox, Captain der Enterprise. Ja, nee, so wie ich das ein bisschen verstanden habe, können wir die Schiffe hier wesentlich individueller gestalten und wesentlich individueller upgraden. Und müssen wir auch alte Schiffe dann quasi irgendwie ausmustern? Oder? So kommt es mir zumindest vor. So, jetzt haben wir alle was zu tun. Genau, wir gucken mal. Die soll da nicht hinfliegen. Eigentlich soll sie da nicht hinfliegen. Wir bauen eine Megakonstruktion. Ah, da fehlt uns einiges. Oder wir könnten mal so eine Deep Space Station bauen, oder? Was haltet ihr davon? Da können wir drüber nachdenken, ja. Weil mit den Romulanern wird der Tag kommen, wo es knallt. Untertanen-Spezialisierung abgeschlossen. Andoria hat die Spezialisierung Mitgliedsfeld angenommen. Ja gut, da können wir jetzt Besitztümer bauen, oder? So sehe ich das. 100% Kriminalität, seid ihr sicher. Also Moment. Commonwealth of Mank and Valis, das sind wieder solche Übermächtigen. Da gibt es auch einen ganzen Haufen Übermächtige. Da würde ich sagen, dass wir hier auch die Polizei bauen, die Sternflottengarnison. Jede Armee des Lehnsherrn auf dem Planeten. Ah. Die zusätzlich minus 10% Kriminalität und plus 0,5 Loyalität. Auf Kosten von Zufriedenheit. Und Stabilität haben wir eigentlich noch. Ach so, da brauchen wir dann Leute von uns. Oha. Okay. Dann machen wir eine Wissenschaftsstation. Na gut, hier haben wir irgendwie nur einen Planeten gehabt. Fraktion gegründet. Unity, sie möchten unsere militärische Dominanz auf die restliche Galaxie ausüben. Das wird ein bisschen schwierig, Leute. Das wird ein bisschen blöd. Technology discovered. Weil. Ja, genau, seht ihr? Das mögen die nicht, da machen wir auch nichts dafür. Leute. Was möchtet ihr denn, ne? Aggressive Diplomatie. Minus 20% schon schlecht, Leute. Militärische Ausbildung. Eroberung machen wir nicht. Hegemonie alleine sind wir stark. Bildete Föderation der Planeten ist auch schlecht. Leute, das ist nicht so gut. Wir könnten die jetzt unterdrücken. Was eigentlich nicht so gut ist, aber ich würde sagen, komm, wir unterdrücken. Wir drücken sie ein bisschen, ja, dass wir die Leute wegkriegen davon. Wenn wir jetzt gucken hier, ja, Ascendancy ist gut, aber hier haben wir auch was Gelbes bei Primacy, kürzliche Erleuchtung. Derzeit kein Effekt auf Fraktionszustimmung. Hier alle Flüchtlinge sind willkommen und so weiter. Ja, beeinflusst, also dass wir keine Diplomatie-Tradition haben, beeinflusst Fraktionszustimmung mit 0%. Erhaltung der Kulturen. Traditionen, die den Schwerpunkt auf Erhaltung legen, wird Primacy gefallen. Okay, aber wir sind ja hier super dabei. Was mit Ascendancy, traditionelle Diplomatie? Eine Tradition anzunehmen, welche Wert auf Diplomatie legt. Ja, das ist Diplomatie, das mögen die auch. Also Diplomatie-Traditionen haben wir auf jeden Fall. Was? Kostenlose Bildung wäre geil und universelle Gesundheitsversorgung. Okay, interessant. Und die Wissenschaftler? Hier hat keine Entdeckungstradition, den Rest mögen sie eigentlich. Okay, aber hier, ganz ordentlich. Ja. Gut, dann sollten wir vielleicht eventuell, ja, hier die Tradition mit Schwerpunkt auf Diplomatie legen. Weil das beide haben. Okay, können wir ja mal. Und so, wir haben beseitigen der Gletscher schon entdeckt. Oh, wer? Und dann machen wir jetzt die galaktischen Ansprüche, dass wir diese alten. Our presence in the galaxy has not gone by unnoticed. Diese alten Sachen da wegkriegen.
Ist in Ordnung. Hier, genau, ihr Jungs da. Ist halt blöd. Können wir die Kriegsphilosophie vielleicht ändern? Können wir die Kriegsphilosophie ändern? Klar können wir die ändern. Die können wir ändern bei Regierung, oder? Bei Richtlinien und Erlässe. Und jetzt gucken wir mal. Diplomatische Kriegsphilosophie, Befreiungskriege. Na gut. Uneingeschränkte Kriege. Können wir nicht machen, weil wir pazifistisch sind. Blöd eigentlich. Naja, gut, okay. Also wir sind halt sowas von die Guten. Wir sind so gut, das gibt's gar nicht, so gut sind wir. Richtig gut. Construction complete. Technology discovered. Ach ja, Föderationstradition. Also Kriminalität minus 5, Stabilität plus 5. Ja. Gut. Hydrian und Akromaner ist gut, Anube abgeschlossen, Technologieerforscht, der EPS-Verteiler für die taktische Konsole. Gut. Leute, gut, 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 gut. Was ist der Acetonen-Assimilator? Aha. Das sind die gegnerischen Schilde, werden damit gesenkt. Okay, cool. Verbesserte Energieerzeugung. Machen wir. Die Kalabi-Yau-Mannigfaltigkeit-Manipulation. Okay. Finde ich gut. Technology discovered. Survey complete. Einflusskosten sind. Die kommen auch meistens so. Ist okay. Aurelianer sind egalitärer geworden. Okay. Titan-Training-Einrichtung. Aha. Die Omega-Trainingsmission auf Titan wurde schnell zu einem berüchtigten Trainingsszenario für Rekruten der Sternflotte. Der Ausbau dieser Einrichtung zu einem hochmodernen Überlebenstrainingszentrum schafft einen härteren Offiziersnachwuchs für die Sternflotte. Ex Astris Scientia. Okay. Besatzungsproduktion plus 2%. 100 Einfluss, geil. Voll gut. Gucken hier die Sternbasis. Und machen diese. Die sind ja gar nicht angeschlossen, Jungs. Warum seid ihr nicht angeschlossen? Hallo? Construction complete. Sieht das hier doch viel besser aus, oder? Jetzt sind alle angeschlossen. Und Handel hat es auch tatsächlich ein bisschen erhöht. Leicht, aber ein bisschen. Die Romulaner haben die Grenzen für uns geöffnet. Was? Leicht geworden. Romulaner sind ja weich geworden. Construction complete. Technology discovered. Leute, was haben wir da für ein Schiff? Bauvorhaben abgeschlossen. Alpha Centauri hat dieses Bauvorhaben beendet. Sehr gut. Und wir haben Technologie erforscht. Hoover-Klasse, verbesserte Kreuzer. Cardenas-Klasse und Constitution 1-Klasse. Constitution 1-Klasse. That's the Enterprise. Die alte. Geil. Ja, komm, wir machen dann die Tritium-Panzerung. Okay, hör zu. Ein neues Langstreckenerkundungsschiff mit experimenteller Technologie und verbesserter Technik ist baureif. An Bord dieses Flaggschiffs sollen unsere besten Besatzungen Dienst tun. Wir sollten unseren bisherigen Kapitän versetzen und unser bisheriges Flaggschiff in den Ruhestand schicken, bevor wir mit dem Bau des neuen beginnen. Echt, geht es? Gut, Paklet-Clan-Gruppen, Isolationismus, sie haben stark unter den jüngsten Kriegen gelitten. Viele Fraktionen von Paklet haben die Regierung gedrängt, auf die Entscheidung der Expansion der Galaxie zu verzichten. Zugunsten einer Paklet Planet First. Okay. Ausgemustert, NX-Beta-Jäger-Shuttle zur Ausmüstung. Okay, jetzt gucken wir mal. Das von Martin Kai, okay. Belegt Aktivierung. Die Musik tut mir echt leid, wir lassen die kurz durchdudeln.
So, jetzt gucken wir uns doch mal die Enterprise an. Wo können wir sie jetzt ausrüsten? Also hier nirgends? Hier auch nirgends? Warum und wie sollten wir die ausmustern, frage ich mich. Wie können wir überhaupt Schiffe ausmustern? Müssen wir das machen? Wir gehen mal hier in den Flottenmanager, gehen mal rein und gucken mal, was es da gibt. Flottenvorlage überschreiben, Flotte auflösen, Schiffsdetails umrüsten. Können wir jetzt sagen, so meinen die das wahrscheinlich, dass wir einfach auf Umrüsten gehen. Das ist es schon, oder? Leichter Kreuzer 2 Bonaventura-Klasse. Gibt es hier nichts auszurüsten? Forschungsschiff Columbia Schlacht 1A-Klasse. Ja, also, da gibt es jetzt gar nicht so viel. Abzugraden. Leute. Hier können wir auch nicht viel machen. Ja, Leute, ich wüsste jetzt nicht, wie wir das hier machen könnten. Wir könnten aber ruhig mal gucken. Deep Space Station. Gucken wir mal hier rein, das neue Design. Classified, also Crossfield. Crossfield-Klasse, das ist doch die Discovery, oder? Ist doch so. Niedrigprofil-Tarnkappe. Trägheitsdämpfer, Wissenschaftsstation. Ja. Nee, ich würde tatsächlich nochmal Navigationsheimer hier drauf bauen. Mittlere die Kobaltladung, Pulswellen, spatiale Ladung. Spezialeinsatzkreuzer, eieiei. Schwerer, oh je. Ah, Freunde. Die Constitution. Verrückt, oder? Jetzt gucken wir mal. Weit streuendes Muster. Taktikstation. Ah, den muss man reinmachen. Lebenserhaltungssystem. Ja, pff. Wird jetzt hier gar nicht so viel. Hier rummachen. Modellierter Phaser. Mittlerer. Okay. 24,8. Okay, Pulsphasenkanone, ja, da ist der modellierte Laser schon besser. Leichter modellierte Laser, auch gut. Fusions- und Photonik-Torpedo. Wir haben überall Fusionstorpedos drauf, kein Photonik. Gut, der macht halt wenig gegen Schild, gell, aber auf Rumpf geht's gut ab. Ah, gut, wir lassen es mal so. Schwerer modellierter Phaser, heieiei, du. Total. Das hier beschreiben wir mal. Ja, Leute, wir müssen ja eine Constitution bauen, oder? Oder nicht? Wir können gar nicht. Uns fehlen 4 von diesen Diamanten da. 4 Magnesit. Oh Gott. Magnesit, na dann. Wo kriegen wir Magnesit her? Wir müssen das handeln mit jemand. Müssen mal reden. Kontakte. Hey.
Ah, hier, Kontakt. Nur bei Vereinbarungen ist es die Föderation. Hier bei Vereinbarungen, seht ihr? Okay, wir sind bei Kontakt jetzt. Wir gucken mal an Lorianer, ja. Herzlich. Ja, plötzlich, ne, brauchen wir alles nicht. Die aurelianischen Parlamente. Hi, ihr Lieben. Wir möchten gerne handeln, wir hätten gerne was. Und zwar, wie heißt das Ding nochmal? Magnesit. Okay. Oha. Nicht so gut. Okay, geht das nicht, weil die es nicht haben. Das müsste ich halt, wenn ich den Zeitlichkeit gerade angezeigt habe. Das wäre cool. Ja, da tut sich gar nichts. Okay, alles klar. Ach, Leute. Die haben es halt nicht. Kriegen wir das Zeug her? Oh Gott. Also wir brauchen jetzt dringend Magnesit. Und dieses Perikum wäre auch mal fein, wenn wir das hätten. Technology discovered. Der erforscht immer noch an diesem Planeten rum. Es ist verrückt, wie lange der da erforscht. Xenozoos, sehr gut. Verbesserungskosten, Schiffe. Oha, minus 5 ab. Alles gute Sachen. Leute, alles richtig gute Sachen. Terraforming von Planeten auch. Nee, wir machen mal die Rückzugschance im Kampf. Schwarzer Alarm, okay. Den kennen wir ja aus Discovery. Discovery. Dazu denke ich, Discovery. Ja, aber jetzt passiert gerade irgendwie. Jetzt haben wir diese Story da fertig. Jetzt haben wir ein bisschen Leerlauf momentan. Wir können ja halt auch nicht wirklich so viel machen jetzt als Föderation, wenn wir halt so die Guten sind. Ja? Wir können natürlich Leute hier zwingen. Na, empfänglich. Na, wir können nicht mal ein Kriegsziel wählen. Können wir gegen irgendjemanden ein Kriegsziel wählen? Sieht es mit euch aus? Bin sieben herzlich. Auch kein Krieg mal. Inopulana. Freundlich, alles gut. Feindlich, die Zenki. Oh, Leute. Handelsembargo. Demilitarisierung. Da können wir natürlich mal gucken. Und da würde ich auch sagen, dass wir mal Leute hinschicken. Hier unten. So, okay. Alles klar, da werden wir vielleicht Krieg machen. So, aber es wird unsere Truppe unten sind, natürlich. Was die USS James Cook auf Beta Hydri 1 gefunden hat, waren keine Gebäude, sondern überraschend gleichmäßige Mineralvorkommen. Wissenschaftsoffizier Batro Masuko behauptet. Ach du Scheiße, wie seht denn ihr aus? Erstkontakt mit Horat von Baul. Raul! Dr. Disrespect war der Beste. Raul! Fremdartige Kreaturen, ich spreche von Kaiser. Von Kaiser Cthulhu. Oh, den umstrittenen Herrscher vom Unrat der Baktul. Okay. Aber das interessiert uns auch nicht, ja, sag mal. Also. Wissenschaftsoffizier Batru Masuku behauptet, dass diese eckigen Felsblöcke das Produkt der Interaktion tektonischer Platten sind und dass ihre Formen an der ungewöhnlichen Tektonik der Größe des Planeten liegen. Die perfekte Winkelstellung dieser Überschiebungen impliziert, dass die Kruste von Beta Hydri 1 irgendwann in der Vergangenheit von Aliens manipuliert worden ist. Faszinierend. Gut. Ja. Leute.
Ja. Bau mal die Station dahin. Thank you. Thank you very much. Okay. Und unsere Schiffe kommen. Und die sind gar nicht so langsam, um ehrlich zu sein. Also, es waren die von der Erde gekommen sind. Ja, einen schweren Kreuzer lassen wir hier. Föderations. Diplomatische Reichweite in Nachbarwelten? Die Zenki? Bestimmt nicht. Technology discovered. Die potenzielle Mittel zu die Dehnung wundern, oder? Ja, wir haben ja unseren Einfluss, den nutzen wir dafür. Wir machen Verhandlungen mit hoher Intensität und holen die jetzt richtig hier rein. Aktiv. Und Binärdomänen garantieren die Unabhängigkeit von Bajoran. Ah, und wir haben die Energieerzeugung erhöht. Sauber. Oh, Kalabi-U-Mannigfaltigkeit. Das sind Formen, die den Raumbedarf für die 6 unsichtbaren räumlichen Dimensionen der Stringtheorie decken, die kleiner sein können als unsere derzeit beobachtbaren Längen. Durch die Manipulation dieser Mannigfaltigkeiten können wir den Energiedurchsatz und die Energiespeicherung um einen großen Faktor erhöhen. Voll cool. Sauber. Sprung an der Sporen. Leute, es ist halt geil. Ja, das ist halt von Discovery, ich hab's halt mehr angeguckt. Staffel 1 und 2. Ich fand's cool, aber ich verstehe auch jeden, der sagt, das hat mit Star Trek nichts zu tun. Verstehe ich. Da ich nicht der größte Fan war, ja, konnte ich das immer so angucken, aber okay. Ja, aber ich verstehe natürlich absolut, wenn er sagt, ah, geht gar nicht. Geht gar nicht, ja. Die Doppelphasen-Phase, wir machen dieses halt Salon-Phaser. Wir kämpfen ein bisschen. Sporenantrieb wäre auch geil. Aber wir machen erstmal noch Salon-Phaser. Ich habe halt keinen Bock, in irgendeiner Form da Nachsehen zu haben, weil das muss nicht sein. Okay, Leute, nehmen wir. Our presence in the galaxy has not gone by unnoticed. Moment. Mega Sagita. Ist das noch ein freies Ding? Ne, gehört in Dinopolar. Ne, das ist doch gar nicht. Das ist Koalition von Madeira. Nun ja, jedenfalls. Das war's für diese Folge. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt einen Kommentar und drückt die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.